Der Chaos bei der Fluggesellschaft Air Berlin geht weiter. Und warum jetzt richtig viele Flüge gestrichen wurden, das jetzt hier bei Up to Date. Riesenchaos bei der Fluggesellschaft Air Berlin. Jetzt haben sich 149 Piloten krank gemeldet und das Ergebnis heißt, knapp 40 Flüge sind erstmal komplett gestrichen. Das heißt also auch für viele, die gerade in den Urlaub fliegen wollen, dass der Flug wohl gestrichen ist, dass man dann zum Flughafen kommt und nicht fliegen kann. Und ich glaube, die Unmut bei den Reisenden dürfte sich auf 1 Million Puls befinden. Besonders schlimm betroffen sollen die Flüge ab Berlin und Köln sein, aber auch in Hamburg wurden ziemlich viele Flüge gestrichen. Ziemlich bitter für die Leute, die irgendwo hinfliegen wollen. Bin gespannt, wie das noch endet und wie viele Piloten sich in den nächsten Tagen noch krank melden. Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Würdet ihr überhaupt einen Flug buchen bei einer Fluggesellschaft, wo ihr wisst, dass sie Insolvenz, also pleite ist und es bald vielleicht gar nicht mehr gibt? Seid ihr schon mal mit Air Berlin geflogen? Seid ihr zufrieden oder nicht? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei einer nächsten Videos wieder. Tschüss und ciao!